Erste Frage an Sie, Frau Gaub. Kiew hat gestern ein Kreml-Ultimatum verstreichen lassen, Mariupol zu räumen. Warum? Was ist die Situation? Und was sehen wir da gerade? Was erleben wir da gerade? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich von diesen wirklich verstörenden Bildern nicht... Das sehen wir hier gerade. Genau, das ist Mariupol. Nicht zu sehr, also nicht ablenken lassen, ist nicht das richtige Wort, aber das ist jetzt die taktische Ebene in dem Krieg. Ja? Und auf der strategischen Ebene passieren andere Sachen, die sich langsamer entwickeln und um die es eigentlich geht. Ne? Also es geht ja jetzt nicht in erster Linie darum, Mariupol kaputt zu machen. Was bedeutet das? Also die Russen haben ganz offensichtlich gedacht, sie können ganz schnell nach Kiew einwandern quasi, so wie die Amerikaner in Bagdad 2003. Und wie wir wissen, hat es ja nicht funktioniert. Was wir gerade sehen, ist also so eine Art Feuerpause oder Verlangsamung der russischen Strategie. Sie müssen sich was Neues überlegen. Und sie schwenken jetzt über in, was wir in der Militärsprache Bestrafungsstrategie nennen. Also was wir jetzt auch gerade gesehen haben, Mariupol, aber auch in Kiew, in anderen Städten, zivile Ziele zu zerstören, um Druck auf die politische Führung auszuüben. Warum hat dann Kiew jetzt dieses Ultimatum verstreichen lassen? Weil es auf strategischer Ebene durchaus im Sinne von Kiew ist, dass die russische Armee in Mariupol quasi zerfräst wird, sich da festbeißt, denn es wird noch mehrere Wochen dauern, bis sie Mariupol erobert haben werden. Und sie werden geschwächt aus der ganzen Sache herauskommen. Und das ist ultimativ in Kiews Interesse. Meine Bestrafungsstrategie, das klingt übel. Das heißt so, ja, offiziell. Punishment Strategy, ganz genau, so nennt man das. Das heißt, man übt richtigen Terror auf die Zivilbevölkerung. Ganz genau, also die Amerikaner in Vietnam zum Beispiel, die Sowjetunion in Afghanistan, auch zum Teil gegen die Taliban in Afghanistan. Das Interessante an dieser Strategie ist, sie funktioniert nicht. Also man kann damit meistens den Willen der Bevölkerung eben nicht brechen, weil es noch mehr Ressentiments erzielt. Das geht natürlich sehr viel dabei kaputt, aber ultimativ ist es keine zielführende Strategie. Ja, es geht viel dabei kaputt. Wir haben eben diese Bilder hier gesehen. Ich meine, da liegen einfach Leichensäcke auf der Straße rum. Ja. Und offenkundig haben Menschen Probleme, die Leute zu beerdigen. Ja. Das ist das, worüber wir reden. Ne? Ganz genau. Ganz genau. Das ist natürlich eine schreckliche Strategie. Aber ultimativ nimmt man quasi die Regierung Geisel oder die Bevölkerung Geisel und sagt so, hier, ihr seid jetzt verantwortlich, wenn denen was passiert. Das ist natürlich unfair, weil es nicht Kiew ist, was die Bevölkerung erst in diese Situation gebracht hat. Wenn wir Sie heute hier haben, Frau Gaub, militärstrategisch, warum Mariupol? Das ist doch eine Stadt, die so ein bisschen abseits liegt. Zumindest sieht das für mich so aus. Warum ist diese Stadt für die Russen offenbar so wichtig? Ich meine, die Bilder sind, das ist gruselig, was wir da sehen. Das ist Grozny, das ist Aleppo, das sind genau diese apokalyptischen Bilder. Also jede Stadt hat einen militärischen Wert. Jetzt in Mariupol sind die Russen als erstes auf großen Widerstand gestoßen, aber es wird auch in den anderen Städten aufs Gleiche hinauslaufen. Also Kharkiv zum Beispiel haben wir ähnliche Mechanismen gesehen. Wir sehen es ja hier auf der Karte. Es geht am Ende darum, oder was die Russen erreichen wollten, war ein schneller Sieg. Deswegen ja auch das Ultimatum, in der Hoffnung, dann da schnell nach Moskau fahren zu können mit einem endlichen Sieg. Jetzt haben die Russen schon seit einem Monat keinen Sieg zu verzeichnen. Deswegen ist Mariupol so wichtig, weil hier die Chance noch am ehesten da besteht, irgendetwas zu erreichen. Aber mit der Ablehnung des Ultimatums wird dieser Sieg den Russen jetzt erstmal verwehrt bleiben. Und für Putin ist das schlecht. Ich habe heute irgendwo gelesen, Putin ist möglicherweise oder offenbar, gibt auch entsprechende, auch da wieder Bestrafungsstrategie, was seinen eigenen Geheimdienst angeht. Wir haben gesehen, wie Naryschkin, der Chef vom SWR, vom Auslandsgeheimdienst, wie der sozusagen gedemütigt worden ist, öffentlich vor laufenden Kameras. Aber auch der Chef des FSB, also der Auslandsabteilung, der offenbar dem Diktator die falschen Dinge über die Situation in der Ukraine erzählt hat, ist unter Hausarrest, andere auch bestraft. Das heißt, da läuft überhaupt nichts nach Plan. Nein, da läuft ganz sicher nichts nach Plan. Ich glaube, was interessant ist, ist, dass das ist auch ein bisschen unfair. Jetzt will ich nicht den russischen Nachrichtendienst in Schutz nehmen, aber das konnte keiner so erwarten, dass die Ukrainer, die noch im November Selenskyj jetzt keinen besonders tollen Präsidenten fanden, sich plötzlich so mobilisieren für ihn, dass die ukrainische Armee, die 2014 quasi komplett in sich zusammengefallen ist, plötzlich so stark auftritt und auch, dass wir Europäer uns plötzlich so vereint und sehr, sehr stark dagegen positionieren. Das konnte man so nicht wissen. Wir selber haben das selber auch so nicht kommen sehen.
Aber es geht nicht nach Plan, es geht zeitlich nicht nach Plan, es geht natürlich politisch nicht nach Plan. Und jetzt ist die Frage, wie kommt Putin aus der Sache eigentlich wieder raus? Und ich glaube, es gibt für ihn keinen einfachen Weg raus. Die Flucht nach vorn ist eben diese Bestrafungsstrategie. Aber die Ukrainer haben die bessere Strategie, was sie vorhin genannt haben, die Stachelschweinstrategie nennt man das. Das ist die Verteidigungsstrategie und das ist ultimativ die, ich sage jetzt mal, billigere und auch die schnellere. Denn was das Ziel der Ukraine ist, sie müssen einfach nur, so quasi in Anführungsstrichen, den Russen ihren Sieg verweigern. Also die Russen dürfen keine wichtigen Städte einnehmen. Ja. Also Mariupol ist jetzt für die Ukraine nicht die entscheidendere Stadt. Natürlich Kiew die erste, aber auch Odessa. Und damit macht man also Stachelschwein, wenn sie schon mal versucht haben, Stachelschwein anzufassen. Das tut sehr weh. Und genau das erreichen die Ukrainer gerade. Sie machen es den Russen sehr schmerzhaft, sehr schwierig, überhaupt vorwärts zu kommen in die Ukraine. Vorwärts kommen ist ein interessantes Stichwort. Wir haben alle vor ein paar Tagen diese Bilder gesehen, oder ist schon Wochen her, von diesem riesigen Konvoi. Die Längenangaben schwankten immer zwischen 30, 60, 70 Kilometern. Wo ist der geblieben? Sie sagen, es ist, in der Beschäftigung mit Ihnen bin ich darüber gestolpert. Sie sagten, die sind keine 5 Kilometer weiter. Ja, also es ist eine ernsthaft? Mischung. Ja, ernsthaft. Also es sind zwei Sachen. Das ist einmal taktisch. Also taktisch ist quasi immer das, was im Gelände quasi selber passiert. Den Ukrainern ist es gelungen, durch nachrichtendienstliches Material, aber auch durch sehr gute Vorbereitung, die Lieferketten zu unterbrechen. Das heißt, es fehlen wirklich banale Sachen wie Benzin. Sie sind auch in der strategischen Kommunikation sehr viel besser. Also ihnen ist es insgesamt gelungen, das ist wirklich ein ukrainischer Verdienst, das Ganze so zu verlangsamen, dass jetzt momentan Russland gar nicht mehr Kiew als nächstes Hauptziel hat, sondern eher versuchen wird, in der Ostukraine das ukrainische Militär einzukesseln und dort zu vernichten oder zumindest stillzulegen, sodass, wenn sie dann endlich sich auf Kiew konzentrieren können, die besten Truppen, die momentan im Osten der Ukraine sind, dann nicht mehr verfügbar sind. Also wir lernen, Krieg ist vor allen Dingen auch Logistik. Ja, Krieg ist Logistik und es ist Emotion. Logistik. Ja. Der Krieg findet auch in allen unseren Köpfen statt. Ich sage immer, es gibt die Software und es gibt die Hardware. Ja. Wir haben jetzt gerade über die Hardware geredet, über das Benzin, über die Tanks und so weiter. Aber was in unseren Köpfen passiert, gehört auch dazu. Das ist auch ein interessanter Punkt. Ich habe ein langes Interview, ich glaube, bei den Kollegen der Welt war es sogar, mit Ihnen gelesen. Und danach ging es mir ein bisschen besser. Weil ich hatte das Gefühl, dass wir alle im Moment sehr fahrlässig mit diesem Begriff des Dritten Weltkriegs umgehen. Ich erlebe gerade auch in meiner engeren Umgebung Menschen, die älter sind. Bei denen löst das ein richtiges Trauma aus. Also Menschen, die Krieg erlebt haben, für die sind das ganz fürchterliche Bilder und Nachrichten, die sie aus der Ukraine hören, weil das alles alte Erinnerungen wachruft. Und deswegen fand ich es irgendwie tröstlich, dass sie sagten, Atomkrieg, Dritter Weltkrieg, ja, wir müssen mal abrüsten verbal ein bisschen, weil das ist alles Teil von Strategie. Und zwar ganz offiziell nachlesbarer russischer Militärstrategie. Erklären Sie das einmal. Genau, also für Sie oder auch für alle unsere Zuschauer, wenn Sie dieses Gefühl hatten, ne, dieses Bedrohungsgefühl. Ja, man hört das Dritter Weltkrieg und zuckt zusammen natürlich. Das ist genau das, was Putin erreichen will, was die Russen erreichen wollen. Und das ist jetzt schlichte Propaganda, aber wir sind daran nicht mehr gewöhnt, dass wenn zum Beispiel, also Sie haben gerade die Militärstrategie erwähnt von 2020, da schreibt Russland für jeden eindeutig lesbar, dass die Androhung von nuklearen und chemischen Waffen Teil der Strategie ist. Und das haben die schon mal gemacht, ne? Ja, und ehrlich gesagt, wenn Sie zurückgehen, ich glaube seit 2015 haben die Russen immer wieder mit nuklearen Waffen gedroht, ne? Also, und das Ziel dahinter ist, nicht die Bombe ist die Waffe, sondern die Angst vor der Bombe ist die Waffe. In dem Moment, wo Sie Angst bekommen, was macht das mit Ihnen? Was macht das mit unseren Bevölkerungen? Was macht das auch mit jedem Entscheidungsträger, der ja auch nur ein Mensch ist? Dann kriegt man furchtbare Angst. Und wenn man furchtbare Angst hat, kann man erstens nicht mehr strategisch denken. Und dann hat man nur zwei Mechanismen. Und für viele Europäer war immer Flucht Appeasement die normale Reaktion. Und jetzt diesmal zum ersten Mal seit langem sind wir in die andere Richtung gegangen und haben eskaliert. Und damit hat Putin natürlich nicht gerechnet. Aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, dass wir alle, dass uns ganz klar ist, dass unsere eigenen Köpfe, unsere Gefühle sind Ziel von russischer Propaganda. Er wird immer wieder, er und andere werden immer wieder das Wort nuklear oder auch chemisch immer wieder ins Spiel bringen. Oder auch diese Hypersonic-Rakete. Diese Überschallrakete. Die Überschallrakete, ganz genau. Es geht immer darum, Angst auszulösen. Und in dem Moment, wo Sie Angst kriegen, sollten Sie sich vielleicht fragen, Moment, ist das vielleicht genau das, was er erreichen will? Denn die Angst an sich ist schon die Waffe.
Sie sagt in dem Zusammenhang auch einen sehr interessanten Satz, bin ich drüber gestolpert, ist mir wirklich hängen geblieben. Schade eigentlich, dass Russia Today nicht mehr sendet. Warum? Weil es ganz wichtig ist, zu verstehen, wie die Russen die Situation wahrnehmen und wie sie sie erzählen. Ne? Also ja. Zum Beispiel, ich in meiner Analyse schaue ganz genau darauf hin, was sind das für Wörter, die da verwendet werden? Was ist der Zeithorizont, den Putin absteckt zum Beispiel? Was erzählt er seiner Bevölkerung, wie lange das dauert? Ich weiß jetzt mittlerweile, er sagt oft bald oder er sagt auch so im Mai ungefähr. Ne? Also er zeichnet so einen Zeithorizont. Das ist ganz wichtig, weil Krieg ist an sich schon ein Symptom dafür, dass Kommunikation eingestürzt ist. Und gut, jetzt gibt es diese Kanäle nicht mehr, zumindest haben wir keinen Zugriff mehr drauf. Und es macht es noch schwieriger zu verstehen, wie sehen die Russen die Situation eigentlich. Und ich glaube, es wäre unheimlich wichtig zu verstehen, weil wir sonst aus der Krise auch gar nicht mehr rauskommen. Ja, und nochmal zum Schluss gefragt, Atomkrieg, Nuklearschlag, auch so ein Begriff, da zucken wir alle sofort zusammen. Aber auch das habe ich von Ihnen gelernt, das gibt es natürlich in unzähligen Abstufungen. Also was würde das konkret bedeuten? Also genau, es ist, glaube ich, erstens ganz wichtig zu wissen, dass das ist eine Waffe, die wurde nur zweimal verwendet in der Geschichte, 1945, zweimal gegen Japan, Nagasaki und Hiroshima. Das heißt, dass wir reden nur über die Theorie. Und dann wird gern alles zusammengeschmissen. Also es wird dann der Reaktor in Tschernobyl wird dann verglichen mit Hiroshima, was nicht vergleichbar ist. Also ein Reaktor, der auf dem Boden quasi explodiert, wird eine ganz andere Strahlung haben als eine Bombe, die in der Luft gezündet wird. Also viel mehr. Viel mehr. Der genau. Reaktor viel mehr Reaktor als die Bombe in der Luft. Ein Reaktor hat eine viel größere Strahlung, radioaktive Strahlung als eine Bombe. Je nachdem. Es geht jetzt natürlich um Details, aber zum Beispiel es leben Menschen in Hiroshima und auch in Nagasaki haben auch nach den Atomschlägen dort gelebt. Also ich will es jetzt wirklich nicht kleinreden. Nein, aber es ist wichtig, das mal zu verstehen. Ich will wirklich den Leuten die Angst nehmen, dass jetzt die Welt bald zu Ende ist und wir alle in einem riesen atomaren Krieg sterben werden. Das wird nicht passieren. Wenn überhaupt, und da kann man auch drüber debattieren, dann wird Russland eine taktische Bombe einsetzen. Das heißt etwas, was wesentlich weniger Effekt hat, also auch einen wesentlich kleineren Raum, sag ich mal ein Stadtviertel oder auch eine kleine Stadt betrifft. Aber hier ist ganz interessant, in der Theorie, also wenn Russland das machen würde, dann, weil es wahrscheinlich davon ausgeht, dass so wie Japan damals, die Ukrainer dann sofort sagen, okay, Kapitulation. So war das 1945. Aber die Frage ist, würde das überhaupt passieren? Mhm. Und ich habe die Hypothese, und ich bin auch nicht die Einzige, dass die Ukrainer würden auch sich von sowas nicht den Willen brechen lassen. Und wenn, deswegen ist das ein bisschen so eine Karte, die kann man nur einmal spielen. Wenn Putin einmal so eine Bombe zündet und er sieht, die Ukrainer kapitulieren immer noch nicht, dann ist es wirklich Game Over. Deswegen für ihn die interessantere Waffe ist, damit zu drohen. Immer wieder zu drohen, in der Hoffnung, dass die Angst dann irgendwann die Ukrainer bricht. Und noch so ein Punkt, sehr interessant, auch mit Blick auf Militärdoktrin. Sie haben darauf hingewiesen, dass es natürlich beängstigend klingt, wenn die Russen dann mit Atomwaffen, Atomschlag, Nuklearschlag, was auch immer drohen. Aber Sie sagen, das machen die anderen auch. Also auch in einem sogenannten konventionellen Krieg, das ist absolut gängig, dass man genau das macht. Ja, das ist interessant. Deswegen, wir gucken immer auf die anderen, wir gucken auf die Russen. Wir sagen, mein Gott, die sind ganz schlimm. Aber Frankreich, England, Amerika behalten sich in ihren Doktrinen auch das Recht vor, in einem konventionellen Krieg mit einer nuklearen Waffe zurückzuschlagen. Nur der Unterschied ist natürlich, wir vertrauen den Franzosen, den Amerikanern, den Engländern. Genau. Wir vertrauen nicht den Russen. Ich sage auch nicht, dass wir das vielleicht sollten. Aber ich denke, dass es man es vielleicht ein bisschen kontextualisiert und sagt, es ist ein bisschen normal. Also es machen eigentlich fast alle atomaren Kräfte so, außer China und Indien, machen das alle anderen genauso. Ich glaube, wirklich ist es wichtig, dass man sich nicht so sehr in die Angst hinein manipulieren lässt und notfalls sich mal einen Tag vielleicht einfach nicht die Nachrichten anschaut. Denn es tut ihnen überhaupt nicht gut, wenn sie zu viel Angst bekommen. Herr Schulz lacht, ne? Genau. Wie macht man das gerade? Nicht Nachrichten gucken? Unmöglich. Wirklich, also. Und ich glaube, hier in der Runde macht das keiner. Also ich jedenfalls nicht. Ich schaue die Nachrichten permanent an. Ja, klar. Die Frage ist, was macht Putin, wenn er nicht weiterkommt? Also was ist sozusagen die nächste mögliche Eskalationsstufe? Vielleicht können die Kollegen aus der Regie mal die Bilder von dem Einkaufszentrum in Kiew zuspielen. Die stammen offensichtlich vom russischen Verteidigungsministerium. Also die sozusagen Echtheit kann nicht 1000-prozentig verifiziert werden. Aber das ist natürlich brutal, wenn man das hier sieht. Und trotzdem sagen Sie auch da, Frau Gaub, man muss verstehen,
auch da, die Begriffe, die wir benutzen, Kiew wird eingekesselt und dann gibt es die Endschlacht und so weiter und so fort. Sie sagen, eine Stadt wie Kiew einfach rein physisch einzukesseln, das schafft auch Putin nicht mal eben so. Also die letzten, die Putin eingekesselt haben, die Kiew eingekesselt haben, waren die Nazis und die haben über 500.000 Mann dafür gebraucht. Putin hat nicht 500.000 und er hat sie auch nicht, vor allem nicht in der Ukraine. Weil Kiew eine riesige Stadt ist, über 800 Quadratkilometer groß. Das heißt, das geht schon mal nicht. Das Grozny-Szenario ist insofern auch nicht ganz richtig, weil Grozny war keine verteidigte Stadt. Grozny wurde nicht eingekesselt, sondern es war eine offene Stadt, die tschetschenischen Kämpfer haben die Russen reinkommen lassen und als sie dann in der Stadt waren, haben die regelrecht zerfleischt. Denn in einer Stadt, also Stadtkrieg sozusagen, ist der Angreifer immer im massiven Hintertreffen. Sie brauchen als Angreifer brauchen sie fünfmal so viele Männer, Soldaten, wie einer Verteidiger braucht. Das heißt, sie werden auf jeden Fall nicht nach Kiew reingehen, sie werden auf Distanz, also bis zu 25 Kilometer, haben sie die Raketen, werden sie eben das, was man jetzt hier schon sieht, beschießen. Mit dem Ziel eben, was ich schon sagte, dass die ukrainische Regierung irgendwann sagt, entweder dass die Bevölkerung der Regierung signalisiert, okay, es reicht jetzt, oder dass halt die Regierung von alleine entscheidet, okay, weiter wollen wir nicht gehen. Das ist natürlich auch mit dem Grund, warum Selenskyj immer weiter verhandelt. Er will natürlich dieses menschliche Leiden verkürzen. Aber von der vom Zeithorizont her kann es noch sehr, sehr lange dauern. Denn so schnell kann man auch eine große Stadt wie Kiew nicht in Schutt und Asche legen. Schon gar nicht, wenn einem irgendwann die Raketen ausgehen, das Benzin, das Geld etc. etc. Viele sind überrascht von der Widerstandsfähigkeit, von der Resilienz sozusagen der Ukrainer. Sie nicht. Sie sagten im Vorfeld, im Grunde ist dieser Zeitpunkt, den Putin da jetzt gewählt hat, um dieses Land zu überfallen, das ist kein Zufall. Warum nicht? Also die Vorgeschichte ist natürlich 2014. Also für uns fängt der Krieg erst jetzt an, aber eigentlich für die Ukraine hat er schon 2014 angefangen. Da ist Russland rein in die Ukraine und hat die Krim besetzt und die ukrainische Armee ist einfach quasi weggeschmolzen. Zusammengefallen, ja. Und seitdem, das heißt, das ist jetzt 8 Jahre her, haben die massiv sich reformiert, haben sich auf NATO-Standards eingeschossen, hatten sehr viele Unterstützung von Kanada, von den USA und auch von Großbritannien. Die Ukraine. Die Ukraine. Und waren eigentlich fast so 1,5 bis 2 Jahre davon entfernt, einen Status zu haben, einen Standard zu haben, wo sie sich die Krim hätten zurückholen können. Und deswegen konnte Russland auch nicht mehr warten. Die mussten jetzt zuschlagen, denn in 2 Jahren hätten sie einen Gegner gehabt, der noch viel schwieriger zu überwältigen gewesen wäre, als was wir heute haben. Okay, auch so eine interessante Information, die hatte ich so nicht auf dem Radar. Aber das heißt für Sie auch, dass also das ist die Ukraine, es ist schon spitz auf Knopf. Also es ist nicht so, dass das Rennen schon entschieden ist, dass die Partie schon gespielt ist. Wir nähern uns einer Pattsituation, aber die Ukraine haben eine reelle Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Was auch immer gewinnen heißt. Was, ne? Ganz genau. Und gewinnen heißt natürlich nicht unbedingt, dass man Putin im hohen Bogen aus der Ukraine rausschmeißt, aber dass man vielleicht an den Verhandlungstisch kommt und dort eine Lösung findet. Ja, also was Sie da so nüchtern und sehr logisch und hochinformativ beschreiben, ist natürlich diese wirklich zynische Logik des Krieges, ne, die wir da gerade hören. Ja.